Hallihallo, ihr Lieben da draußen, und ein herzliches Willkommen heute hier bei LS22 D-Dream, dem Nostalgie-Projekt im Farming Simulator-Universum. Freue mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch die Nicole ist mit dabei, die hat aber gerade mal, weil es ein bisschen im Ohr weh tut, wieder mal ihr Headset abgeschnallt. Und wir sind gerade ein bisschen auf uns gestellt und wir sind gerade wieder live aus dem Twitch-Chat. Und Matze gibt schon wieder hier Bits ohne Ende. Vielen, vielen, vielen Dank. Wirklich. Ich danke dir. Herzlich, herzlich, herzlich. So, Ach nee. Wisst ihr was? Wir sind im Story-Let's Play, das spiel ich jetzt nicht aus. Oh. Mann! Ja, Traktor ist müde. So, wären wir jetzt in einem richtigen straffen RP, hätten wir es ausspielen müssen, meine Lieben. Aber Gott sei Dank sind wir das hier nicht. So, gut. Wir fahren jetzt runter zur Schweinefutter-Mischanlage und gucken mal, was da so abgeht. Matze, du warst am Wochenende. Oh Gott. Du warst am Wochenende bestimmt wieder unterwegs mit deinem LKW, ne? Achso, was ich sagen wollte, wir sind aus dem Twitch-Stream wieder live. Wenn ihr da Bock drauf habt, kommt mal gerne vorbei. Immer Montag, Dienstag, Mittwoch. Mittwoch ist meistens, beziehungsweise immer DDR-Stream. Das Ding ist halt, diese Woche, wenn ihr jetzt die Folgen seht, war am Montag der DDR-Stream. Mal am Mittwoch. Entweder ich was anderes streame oder auch gar nicht. Müssen wir mal gucken. Ich weiß noch nicht so genau. Und ja, dienstags ist immer LS22 Neighbors und montags immer LS22 Family. Ja, so sieht's aus. Gut, dann rasen wir jetzt mal hier weiter. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht noch einen Unfall bauen. Ja, sehr gut. Das Problem ist, mein Lenkrad, das spinnt heute ein bisschen irgendwie. Montag bin ich dann Gott sei Dank endlich weg von der Firma hier. Ach so, das stimmt. Du bist ja dann... Du gehst ja in eine andere Firma, ne? Also am Pfingstmontag sozusagen ist bei dir vorbei. Krass. Das ist ja krass. So gut. Könnten wir. Ey, wisst ihr, was geil wäre, wenn hier jetzt links runter gleich irgendwie so ein Weg wäre, wir dorthin fahren könnten. Aber nicht, dass das ganze Ringel fahren. Naja. Ist halt so, ist halt so. Wir müssten mal sehen, dass wir uns vielleicht noch irgendwie ein Feld leisten. Ich muss mal, wenn ich auf dem Hof bin und im Büro bin, muss ich mal gucken, wo ich die ganzen Feldeinträge habe. So.
Perfekto, dann sind wir jetzt eigentlich auch gleich wieder dort, wo es hin soll. Geht's wieder zurück zum Fährenkötter. Dort war es eindeutig besser, okay. Was, du fährst dann Fähre oder was? Das, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Zack. So, da füttern wir hier ein bisschen die Produktion wieder. Na, wieder da? Ja. Was machst du gerade Schönes? Fährst denn du nicht zurück hier, du Scheißding. Ich fütter gerade unsere Schweinefuttermischanlage. Mhm. Schön. Mhm. Wie weit bist du? Ja. Oh. Ist noch ein bisschen zu tun. Ja. Mhm. Ah, Matze, die Firma heißt so, alles klar. Ah ja, okay, perfekto. Und da freust du dich, dass du jetzt wieder dort anfangen kannst. Ja, so gut. So, geht's jetzt besser mit deinem Ohr oder was? Mal gucken. Ich habe auch gerade, wie ich das Headset wieder aufgesetzt habe, gemerkt, dass es nicht richtig eingestellt war. Ah, da bleibt deine Fahrerkarte sauber, ja, das ist natürlich wichtig. Das stimmt. Dann lieber mehr auf Gesundheit, ne, und weniger oder ein kleines bisschen weniger verdienen, aber mehr auf die Gesundheit achten. Gut, das praktiziere ich jetzt auch nicht ganz so. So, na seht doch mal, das geht doch schon schnell hier. Mittlerweile, hä? So, so, so. Wie weit bist du schon jetzt? Immer noch nicht viel weiter. Hatte ich das gerade schon mal gefragt? Ja. Cool. Ist immer noch ganz schön viel zu tun. Ja, sobald ich ja fertig bin, komme ich mit rüber. Jo. Ich dann nämlich nicht mehr zu tun. Bin dann eigentlich erstmal so weit durch. Was wir mal noch abholen müssen, der W50 steht noch hier. Ich denke mal bis zum Abendbrot. Sehr gut. Was lachst du da? Naja, gut, so lange ist es gar nicht mehr. Ja, 3 Stunden noch.
Dani, das wünsche ich dir auch. Schön, dass du da bist. Mal reinschauen. Ja, ihr Lieben, ihr guckt richtig. Wir haben Montag und wir spielen trotzdem die Stream. Hat einfach den Grund, ich bin... Weil die Frau Schuster wieder nicht kann. Hä? Weil die Frau Schuster wieder nicht kann, wie immer. Ja, ich bin nicht da am Mittwoch. Entweder mein Stream fällt aus oder wir machen Brettspieleabend. Das wird sich aber Mittwoch dann spontan entscheiden. Guckt einfach beim Stand rein und dann seht ihr, was passiert. Entweder ihr seht mich mit dabei, Brettspielen oder Sven nutzt die Chance, um einfach mal die Zeit für was anderes zu nutzen. Ohne uns kannst du nicht schlafen. Das ist ja süß. Also ohne uns? Ohne uns. Oder wir sind so langweilig. Ich wollte sie, genau das wollte ich jetzt gerade sagen. Genau das wollte ich jetzt gerade sagen. Wer schreibt es? Vielleicht spielt ihr ja Fall Guys. Ah, ich bin leider nicht am Computer. Das würde ich sehr gerne machen. Wer schreibt es? Hast du jetzt ja geschrieben? Ist mir so langweilig. Dann. Bezieht sich dein Ja auf langweilig oder? Wäre ja krass. Nicht zu langweilig. Ein bisschen schon, ne? Aber das bringt auch die Landwirtschaft mit sich. Die großen Felder und die kleinen Gerätschaften, dauert alles länger. Da kann man wirklich gut einschlafen. Ich verstehe das schon. Ich? Ach, solange die alle reingucken, ist mir das doch egal, warum. Nein, Quatsch. Solange ihr einen Stream offen habt, ist es uns wurscht, was ihr macht, ob ihr schlaft, ob ihr esst. Ihr habt einen Stream auf. Nee, alles gut. Ich glaube, mittlerweile wissen sie, dass wir das nicht so meinen. Ja. Wie wir das meinen? Ah, Matze, gut, das ist natürlich, ihr habt beide eine sehr beruhigende Stimme, schreibt er, deswegen kann man so gut einschlafen. Das hat mir in der Tat sogar meine Schülerin von mir gesagt. Die hat mal gesagt, ob ich nicht abends mal vorbeikommen könnte, ne, eine kleine Schülerin, und ihr was vorlesen, damit sie gut einschlafen kann. Oh, das ist niedlich. Ja. Sie haben so eine schöne, beruhigende Stimme, wenn ich so erklärt habe und so, ne? Wenn wir irgendwie ein Lied erarbeitet haben oder so. Süß. Ja, mir wurde immer gesagt, ich käme nicht aus dem Arsch. Ich soll mal einen Stock aus dem Arsch nehmen. Ich überlege zu lange beim Reden. Dürfte ich mir alles schon anhören. Ja, nicht von mir, ne? Also. Nee, nicht von ihm. Passiert ja auch. Mal, was das für Unterschiede macht. Die einen finden es beruhigend und angenehm und die anderen Menschen nervt es einfach. Passiert ja auch manchmal, Matze, dass du da einschläfst. Ja, ich sag mal so, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist und guckst dann abends LS, dann ist es, glaube ich, einfach wirklich so, dass man da einpennt. Hehe.
Das mit dem lange Überlegen beim Reden ist bei seiner Frau genau das Gleiche, schreibt er. Und nervt dich das? Ist das schlimm, oder? Ja, was will er jetzt schreiben außer Nähe? Vielleicht ist er einfach ehrlich und sagt, wie er es denkt, ob es ein Nein ist oder ob es ein Ja ist. Also Basti, du bist Mod, du darfst nicht einschlafen, hallo? Das geht ja gar nicht. Ach so, ich soll das ja ausrichten, dass er eine halbe Stunde später heute erscheint. So, manchmal ist es schon nervig und das weiß sie auch. Ah ja. Fahr doch mal zurück. 20 Mal wird er geschalten, angehalten, schalten, anhalten, schalten. So ein Kotz, wirklich. Also, oh. Da habe ich keine beruhigende Stimme mehr, wirklich. So, ich will das aber hier noch reinkriegen, alles. Also als Moderator einschlafen. Nee. Noch befassungslos sowas. So, das hast du schön gesagt, Matze, oder das ist schön geschrieben. Ja, das ist wirklich schön geschrieben. Das können andere nicht. Wird immer wieder neu gedrückt. Gott sei Dank hab ich schon das noch mehr. Wie bitte? Da Gott sei Dank hab ich das jetzt nicht mehr. Mhm. Ja, ich hab nichts gesagt. So, wir haben alles. Oh Leute, geil. Wir haben endlich alles in der Futtermischanlage drin. Ne? Das heißt, wir könnten die eigentlich auch... Ist die angeschaltet? So, gucken wir mal, ob die an ist. Jo, produziert. Ist produziert? Produziert. Provoziert. Rapsbraume. Warte mal, ist das nicht egal sogar? Raps, Sojabohnen. Was haben wir hier drin? Sojabohnen haben wir... Ah, scheiße. Wir brauchen Raps oder Sojabohnen. Mhm. Oder Sonnenblumen. Dringendst. Haben wir noch ein Feld? So, komm, also Sojabohnen. Na, ist alles nicht drin. Scheiße. Ja, ich hab sogar mal nachgedacht, ob man vielleicht mal wieder Feld sich irgendwie gönnt. Mhm. Oh, Matze, dein Stream hat sich gerade aufgehangen. Diesmal liegt es aber nicht an mir, sonst ist es ja oft manchmal bei mir. So, gut. Also wenn wir den W50 suchen, der ist noch bei der Futtermischanlage. Mhm. Basti, bei dir passt alles, das ist sehr gut. That's so good. Also Basti, es hat alles funktioniert, ich habe es gelesen, habe es bloß vergessen weiterzutragen, aber das kriegt man auch noch hin. Das lerne ich auch noch. Ja, nur für dich die Info, ne? Das klappt alles. Kann man so weitermachen. Bist du nah an der belgischen Grenze? Ja, na gut, dann ist das vielleicht mit dem Empfang nicht so das Beste. Ist
Was? Ich stell den Frontlader mal hier ab. So, gut. Aber meine Lieben, wir sind schon wieder durch für heute. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Mir hat es natürlich auf alle Fälle gefallen, mit euch hier ein bisschen zu farmen. Und ja. Lasst auch gerne, wenn ihr mögt, natürlich nur ein Abo da. Müsst ihr aber natürlich nicht, ne? Ist keine Pflicht. Würde mich auch trotzdem freuen. Bis dahin, wir sind erstmal raus für heute. Tschüss und ciao. Tschüss.